So, aber bevor wir jetzt aufhören. Le Flaschengeist, bitte. Oh Gott, nee, jetzt muss ich da wieder hinspielen. Naja, egal. So, Wundverband nehmen wir mit. Eigentlich ist es egal. Komm. Ich laufe einfach mit gedrückter Leertaste durch. Ich will jetzt den Flaschengeist dann ausprobieren. Ich frage mich, ob wir dafür nur vorher den Glücksfinder brauchen oder ob wir den auch einfach so hinkriegen. Es war rot, gelb, blau und grün, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, natürlich. Ach nee, jetzt müssen wir das Rätsel nochmal machen. Das war die Schnecke, glaube ich. Das war die Kirsche. Hä? Wo bin ich jetzt gelandet? Hä? Kirsche. Ich glaube, ich bin da eben aufs Schiff gekommen. Das war, was war anders? Mond. Mond. Und das war Atem. Der war hier. Das T. Jetzt nur noch schön alles ansprechen. Bla 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 bla. Wenn man weiß, wie es geht, dann geht's schnell. Bla 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 bla. Schnell durch. Dass ich jetzt nichts falsch mache und dann... Na, ich hol mir erstmal den Glücksfinder da. So viel Zeit muss sein. Achtung, jetzt kommen ja gleich wieder die ganzen Fallen da. Ups. Flaschengeist war irgendwo hier weiter unten, oder? Ich glaube, er war irgendwo hier. Muss ich dazu den Glücksfinger nochmal einsetzen? Oder habe ich ihn verpasst? Ah, wollte ich eigentlich nicht reinlaufen, aber ich will jetzt den Flaschengeist noch ausprobieren. Ah! Ah. Und den werden wir jetzt auch gleich einsetzen. Heilige Scheiße, was sehen meine alten Augen da? Ein Besucher! Ich bin ein alter Flaschengeist. Verdammt nochmal, ist das lange her, dass mich mal Besuch hatte. Dir scheint es aber nicht gut zu gehen. Du bist ganz grün im Gesicht. Ich bin hier drüben. What the... Verdammte Scheiße, du hast recht. So, jetzt aber. Verdammt, ist das geil, endlich mal jemanden zu Besuch zu haben. Mann, der scheint ja ziemlich lange allein gewesen zu sein. Aber er hat die Jugendsprache gelernt. Wie heißt du, mein Junge? Ich bin Arion, Arion Kyrall. Und ihr seid? Ich bin Flask, Flask der Flaschengeist. Flask der fluchende Flaschengeist, was für ein Name. Was treibt dich an diesen gottverdammten Ort? Ach, du weißt du, ich bin im Moment dabei, eine episches Quest zu erledigen. Ich habe bereits mehrere Dämonen und Drachen in die Hölle geschickt. Und als nächstes finde ich das Schwert des Lichts und vernichte meinen Endgegner. Es ist ein bisschen eine Parodie auf irgendwelche RPGs, aber... Menschenskind, du scheinst viel herumzukommen. Da fällt mir ein, du bist doch ein Flaschengeist und du willst doch dann sicherlich Wünsche. Sag mal, hast du sie noch alle? Sehe ich aus wie ein dämlicher Wunschbrunnen? Ich glaube, es hackt.
Wir sind ja noch nicht bei Wünsch dir was, meine Fresse. Verzeih, ich dachte, Flaschengeister machen sowas. Aber wozu bist du dann da? Wozu ich da bin? Meine Herren, du hast auch null Ahnung, oder wie? Die Jugend heutzutage. Ich bin hier, um die Spieldauer kürzlich zu pushen. Als die Intelligenz verteilt wurde, warst du wohl gerade auf dem Scheißhaus. Mein Gott, ich liebe diesen Flaschengeist. Gott sei Dank haben wir das gemacht. Ich kannte den wirklich vorher noch nicht. Spielzeit pushen? Mann, der Typ hat echt einen Knall. Mann, ich muss mich dringend widersetzen. Mein Rheuma wird immer schlimmer und meine Arthritis macht sich auch wieder bemerkbar. Falls. Mit einem L. Etwas los sein sollte, du weißt ja, wo ich bin. Man kann ja verdammt noch mal nicht raus. Dem klauen wir jetzt erstmal alles leer. Du Flass, ich habe eine Frage. Wie kann ich dir helfen? Du meintest, du hast Rheuma und du siehst ja auch nicht gerade jung aus. Wieso leidet ein Flaschengeist so? Solltest du nicht unsterblich und immer gesund sein? Was fragst du mich, verdammter Bockmiss? Irgendein Typ hat sich wohl einen Spaß gemacht und mich erschaffen. Ich habe keinen blassen Dunst, in was für einem Vollrausch er war. Interessant, mir fällt da zufällig wer ein. Naja, ich muss mich jetzt um einen verfluchten Hühneraugen kümmern. So ein Scheiß, warum kann ich nicht fliegen? Hallo, mein Fräulein. Ich bin es, Arion. Heilige Scheiße, ich hätte schwören können. Mann, bist du dann etwa ein warmer Bruder? Du wirkst so... Tief durchatmen, nicht aggressiv werden. Er ist nur ein dummer alter Flaschengeist. Nein, bin ich nicht. Mann, du musst verdammt nochmal was an deinem Aussehen ändern. Danke. Okay, da kommt jetzt nur noch das Gleiche. Dann würde ich mal sagen... War's das mit diesem Spiel? Ich freue mich, dass ihr zugeschaut habt. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Projekt. Bis dahin. Tschüss. Sack Pflaster, Flaschengeist. Ihr behinderten Penner, ihr.